können wir schön den Duki uns angucken, wie ich ja in echt auch aussehe, habe ich ja schon gesagt. Ist ja ein echtes Foto, was die Entwickler hier reingenommen haben, extra für mich. Nein, das Spiel möchte ich nicht beenden, wir fahren fort. Oh. Was denn jetzt? Ist ja nicht, wir laden das neu. Mach keinen Scheiß. Bitte, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Nee, alles klar, wir sind immer noch bei dem Auftrag. Das wäre auch echt ärgerlich gewesen jetzt. Die Bank, sagt die uns das vielleicht? Nee, da können wir nur Kredite aufnehmen. Ach, ärgerlich. Na egal, gut. Müssen wir mal irgendwann überschlagen oder so. Wir fahren einfach mal weiter. Das ist auch gefährlich, was wir jetzt gerade machen. Ach du Scheiße. Ja, das war gar nicht gut, dass wir da auf Fortfahren gegangen sind. Der hat da echt neu geladen. Zum Glück hat er automatisch gespeichert, so wie es aussieht. Und hier auf so einer Autobahn zum Stillstand zu kommen, ist super unpraktisch. Weil wenn da hier jetzt ein LKW mit 100 km/h von hinten ankommt und das nicht mehr schafft zu bremsen oder wir spawnen genau in dem oder so, das wäre alles tödlich für uns und für die Ladung. Deswegen haben wir jetzt richtig Glück gehabt. Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie viel Kohle wir schon verdient haben. Naja, können wir uns aber auch schon ein bisschen ausrechnen. Wir haben jetzt vier Fahrer. Nee, drei Fahrer, ne? Genau, drei Fahrer und dann kommt noch einer dazu. Da ist die Werkstatt voll, weil wir auch noch mit drin sitzen. So, das heißt, wir haben schon mal 270.000, sagen wir mal 280.000 für die LKWs der Fahrer ausgegeben. Außerdem haben wir für 100.000 die Werkstatt upgegradet, sind wir bei 380.000. Für 180 haben wir uns nicht gekauft, ne? Wie war das denn? Doch klar, für 180.000. Wir mussten erstmal schnelle Aufträge machen. Ja, sicher. Sind wir bei 380, dann nochmal 180 oben drauf. Sind wir bei 560.000, also schon über eine halbe Million, die wir für Werkstatt und Fahrer ausgegeben haben. So, und dann kommen noch 140.000, glaube ich, für unseren Truck. Also quasi nochmal 180.000, weil wir ja da jetzt nochmal den neuen Motor einbauen mussten. Sprich, dann sind wir bei 740.000, also über eine Viertelmillion, eine Dreiviertelmillion haben wir schon verdient. 83 haben wir auf dem Konto. Was wir an Strafen gekriegt haben, möchte ich gar nicht ausrechnen, ehrlich gesagt, ja. Was kommt denn noch so dazu? Sprit natürlich, den wir verbraucht haben. Ja, Wartungskosten, einmal Reparaturschaden, 18.000. Also ich würde mal grob schätzen, dass nochmal so 50.000 dazukommen. Dann sind wir bei gut 800.000 Euro, die wir schon Profit gemacht haben. Beziehungsweise mit unserem jetzigen Kontostand 883.045 Euro. Ich glaube, da sind wir gar nicht so unrealistisch unterwegs. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Jetzt knacken wir schon fast die Mille hier, würde ich sagen. Da-da-dau. Ja, Kapital, ey, meine Fresse. Da kann man nur hoffen, dass die Wirtschaft stabil bleibt hier im Spiel und dass sich das alles auch auszahlt für uns. Nicht, dass wir uns hier umsonst die ganzen Investitionen aufgenommen haben. Dann hätten wir quasi eine Mille in den Sand gesetzt. Ich meine, den Truck brauchst du, um Geld zu verdienen. Eine Werkstatt brauchst du dann auch, um den Truck zu haben. Deswegen ein bisschen muss man schon reinbuttern, allerdings... Hätten wir die Trucks nicht gekauft und die Werkstatt nicht upgradet, hätten wir jetzt schon so 400.000, 500.000 vielleicht. Und hier ist eine Tankstelle, die ich nicht angefahren habe, so ein Scheiß. Egal, da wird wohl noch eine kommen. Und auch Einkommen kommt, und zwar von Irina. Wunderbar, vielen Dank, Schätzchen. 3.167 Euro für uns in der Bank. Und wir haben jetzt 86.212. Das kommt natürlich auch noch dazu, die Einnahmen der Mitarbeiter. Ja krass, dann kratzen wir echt langsam an einer Million, die wir hier schon Umsatz gemacht, beziehungsweise eingenommen, Profit gemacht haben. Bei Umsatz sind wir dann fast schon bei 2 Millionen, weil wir natürlich alles auch wieder umgesetzt haben und nichts angespart haben. Aber wofür auch, ganz ehrlich, wofür? Man muss investieren, sonst kommt man nicht voran. So schaut's doch aus. Als ich vor 10 Jahren meinen Doktor in der Berufsberatung gemacht habe, beziehungsweise in der Unternehmensberatung, habe ich genau das gelehrt. Leute, falls das Internet kommt, ihr müsst investieren. Ne? So haben sie es dann auch gemacht und so. Dank mir gibt's Google, kann man quasi so sagen. Ich wechsle mal eben links rüber, bevor ich noch bestraft werde für Scheißelaberei und dass mir da einer reinfährt oder so. Wir rüberholen den Bus. Oui, oui, Monsieur. So, und dann sind es noch 55 Minuten.
und 56 Kilometer, dann sind wir da. Hier dürfen wir nur 80 fahren, das halten wir natürlich ein. Lazio, Lazio, Rom. Ganz langsam gehen wir hier runter. Nicht, dass wir noch geblitzt werden. Ihr wisst ja, Italien. Sterne. Aber nicht zu lange. So, 30 km/h und Abstand bitte einhalten. Bisschen runterschalten. Motorbremse. Können wir so mal reinmachen. Ah, die bringt auch nicht wirklich viel bei dem Gewicht. Zack. 35 Euro, genau. Mautkosten haben wir auch noch nicht eingerechnet. Aber das sind alles so Kleckerbeträge, sag ich mal. So Kinkerlitzkin-Beträge. Oh, du Drecksau. Ja, ich weiß nicht, ob man die Hupe gerade hört, aber ich habe gerade wild und wutentbrannt habe ich gehupt. Und deswegen ist er auch verschreckt abgehauen, der Mini hier. Naja, wir haben ja die 50.000 Euro extra aufgerechnet von Extrakosten, also tanken und so. Und da waren dann halt die Mautzahlungen auch mit dabei. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rechts rüberkommen. Haut das hin? Kommt da einer? Oh, da kommt noch ein LKW. Scheiße. Ah, ich denke, so könnte das klappen. Jawohl. Super. Mussten hinter uns ein bisschen bremsen. Ein bisschen schimpfen wahrscheinlich auch auf Italienisch. Aber gut. Tut mir leid. Ist passiert. So, und wir fahren dem Vollmond entgegen. Es ist irgendwie immer Vollmond hier im Spiel. Schön für euch, schön für mich zum Gucken, aber nicht so schön für den Realismus, der sitzt in der Ecke und weint. So, und wir beschleunigen dann auch mal. Also die 20 Tonnen ziehen hier doch ganz schön an unseren Leistungsreserven, wenn es hier bergauf geht. La, 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 la. Ich mach mal eben so und dann mach ich mal eben so. Und dann mache ich mal eben so. Dann mache ich eigentlich wieder so. Und dann mache ich mal eben so. Und ihr tut so, als wäre nichts gewesen. Jetzt ist die Mucke leiser, man hört den Motor ein bisschen, man hört auch das Blinkgeräusch ein bisschen besser. Und dann ist das alles homogener nachher im Video. La 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 la. So, wir sind gleich schon da. Noch 26 Minuten. Allein hier auf der Straße. Das heißt, uns kann nichts passieren. Soll ich erstmal hier rechts rüber fahren? Jawohl. So, und stellt euch mal vor, wie aufgeschmissen man ohne Navigationsgerät wäre. Da kommt eigentlich auch noch ein Spiel, was ich unbedingt nochmal let's playen möchte. Quasi das gleiche in grün, aber das seht ihr dann. Und da gibt es, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, kein Navigationsgerät. Und da musst du halt nach den Schildern gucken und so. Und ich glaube, da hätten wir hier schon einiges an Scheiße gebaut. Wenn ich das mal so sagen darf, und ich tue es einfach. Einiges an Scheiße gebaut, weil wir uns da kräftig verfranst hätten. Und ja, generell verplant hätten, irgendwie eine Ausfahrt zu nehmen. Das ist uns ja so schon häufig passiert, weil wir einfach nicht aufs Navi geguckt haben. Und ich meine, wie dumm ist das denn bitte, wenn du eine Ausfahrt verpasst, weil du nicht aufs Navigationsgerät guckst. Oh, und hier sind wir ganz schön flott unterwegs. Motorbremse hilft aber und wir kommen pünktlich zum Stehen. Wunderbar, können wir links blinken. Wir können sogar noch ein bisschen zur Linie dran fahren, sehe ich an unserem Spiegel. Und jetzt auch Gas geben. Naja, ohne Navigationsgerät wird das Ganze auf jeden Fall noch eine ganz andere Hausnummer. Oder zum Beispiel nur ein Textnavigationsgerät gibt es ja auch, wo dir dann eine kleine Anzeige, eine kleine Zeile immer sagt, wo du dann hin musst. Hier bitte rechts abbiegen, Richtung bla bla bla. Das geht ja dann auch noch, musst du aber auch im Blick halten. So, und das ist so eher mein Problem. Dass das vielleicht nicht ganz so gut funktioniert immer. Naja. Erstmal sind wir in Roma angekommen jetzt. Jawohl, erster Aufenthalt sogar. Ich dachte, da wären wir schon mal durchgekommen. Aber wunderbar, da können wir schon mal ein paar unbekannte Straßen kennenlernen hier. Nachts um 0.48 Uhr in Rom. Tja, schön sieht's aus, ne? Jamaikanische Farben sehe ich da vorne. Oder beziehungsweise hier hinten. Und hier ist auch schon das Firmengelände. Wunderbar. Und wir parken natürlich. Versuchen uns wieder einigermaßen gut aufzustellen. Das heißt wieder. Vielleicht sollten wir das ausnahmsweise mal versuchen. Um das dann auch nicht zu vergeigen hier. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das ganz gut werden könnte, weil dann wird es ja eh immer scheiße.
Aber ich würde mal sagen, das war Knorke eingepackt, oder? Was sagt ihr dazu? PlayStation-Button, ich sag dazu ausgezeichnet, sag ich dazu. Säure von Igoumenitsa nach Roma geliefert, gefahrene Strecke 292 Kilometer für, oder Dauer 18 Stunden 58 Minuten. Jetzt muss ich nochmal eben ganz kurz, ja, okay, alles klar, wir fahren fort. So, und jetzt gehen wir nochmal auf die Suche nach... Nee, bin ich ja schon wieder falsch, ich bin immer falsch. Firmenmanager, beziehungsweise... Nee, was wollte ich denn jetzt? Doch, genau, Weltkarte. Ich war gar nicht so falsch, wie ich dachte. Und, doch war ich wohl. Ach, Duki, du bist ein Trottel. Wir gehen natürlich zu den LKW-Händlern. Mann, ey. Alles klar. Und da kaufen wir uns natürlich ein Iveco. Und wieder aus Recklinghausen. Der hat jetzt schon einiges... Ach nee. So, nein. Online kaufen. Der hat jetzt schon einiges an uns verdient. Und das werden wir auch beibehalten. Und wir kaufen diesen... Stralis, beziehungsweise ändern wir erstmal hier so ein paar kleine Sachen. Das kennen wir ja, dass wir erstmal alles hier abspecken. War das schon der kleinste Motor? Jawohl. Kleinste Getriebe. Sparen wir uns immer ein bisschen Geld weg. Sonst könnten wir uns den auch gerade eben erst leisten. Aber so haben wir dann noch ein bisschen Reserve. Können wir hier einmal die Sonnenblende entfernen. Extra Spiegel entfernen. Hier gibt es nichts mehr zu entfernen. Genau, die Fußtritte waren noch in Wave zu machen, zu waven. Ist das schon das billige Cockpit? Ich glaube wohl, und hier kann man sonst nichts mehr entfernen. Das war's doch, ne? Ach so, eine hässliche Matratze. Naja, egal. 89.540, da bin ich doch am Bestätigen mit dabei. Und wir kaufen den Truck und liefern ihn natürlich nach Recklinghausen. Zack, dann ist das Ganze auch voll hier. Wir sagen okay und er dankt uns für unseren Kauf. Wir werden ihn 9 LKW umgehend zu ihrer Garage in Recklinghausen überführen. Und das ist unser Stichwort, um jetzt hier zur Arbeitsagentur zu wechseln. Und da auch nochmal im Pott zu gucken, jetzt hier aus Essen. Achso, das kann man so gar nicht machen, egal. Ja, was gibt's für Leute? 1,7er Bewertung, genau, es wird ja nach unten immer schlechter. Da sollten wir uns dran halten. Also den Franciszek? Sympathische Fratze eigentlich, ne? Dem wird man noch sein Haus anvertrauen zum Aufpassen oder so. Den George, den Christian, den Pierre, den Chris, den Umberto. Ja, ihr wisst ja bestimmt schon, dass ich großer Halligalli-Fan bin und deshalb wird ja auch nicht zweimal geguckt. Wir stellen Umberto ein und der kommt natürlich nach Recklinghausen. Wunderbar, wunderprächtig. Umberto am Start, haben wir eingestellt. Klingelt's an der Tür, macht der Vater die Tür auf und fragt, ja bitte, sagt der Typ, ja, ich bin Umberto, ich komme, um ihre Tochter zu vögeln. Fragt der Vater, um was? Umberto! Pardon, falls ihr den noch nicht kennt, aber ich finde den zum Brüllen. Was machen wir denn jetzt noch? Wir fahren auf jeden Fall noch in die Werkstatt. Ich muss auf jeden Fall gleich schon eine Aufnahmepause machen, das bleibt jetzt hier bei 2 Folgen, die wir jetzt... Oh! Ja, da war ich im Rückwärtsgang und da steht natürlich noch die Säure, die wir fast umgefahren hätten. Oder zum Explodieren gebracht hätten oder sonstiges. Schnell weg hier. Sonst kriegen wir noch was abgezogen. Das wäre schlecht. Ja, korrekt. Scheiße, haben wir Umberto eingestellt. Mal gucken, ob der noch zum goldenen Umberto wird, wenn wir hier noch ein bisschen fahren und der sich upgradet und so. Mal gucken, wie der so aufsteigt. Achso, hier ist eine Jobagentur. Schade. Ich dachte, hier wäre eine Werkstatt. Was haben wir hier links? Das ist eine Firma. Rom scheint schön groß zu sein. Und geradeaus finden wir auf jeden Fall eine Werkstatt, das ist super. Da wollen wir nochmal eben reinspringen und gucken, was wir so für 9500 für unsere restlichen Kröten noch so repariert bekommen. Zack, einmal hier anhalten. Ja, korrekte Scheiße, haben wir den Umberto am Start. Der Umberto tobt der Bär, würde ich sagen. Und einen Iveco-Händler haben wir auch noch entdeckt, hier in Rom. Da hätten wir auch hier kaufen können. Und vielleicht uns mal den Showroom nochmal angucken können. Aber ganz ehrlich, wir brauchen das schon. In Zeiten des Internets kann man ja alles online mit einem Klick bestellen. So, und was ist kaputt? Der Motor hat gelitten. Ach du Scheiße, das Fahrwerk auch. Ja gut, für 3,5 reparieren wir das Ganze nochmal eben. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Ich zeichne mal eben den Truck von außen, der immer noch wunderschön aussieht. Blink, 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 blink. Armblinker, Fernlicht,
Wir haben oben noch keine Lampen, noch keine Tröten. Das kommt auch alles noch irgendwann. Ich weiß, der sieht vielleicht jetzt so ein bisschen langweilig aus. Nur ein bisschen gepimpt durch unser kleinen Pin-Up-Skin hier. Aber das machen wir alles noch. Wir haben ja noch Zeit, ne? Und deswegen würde ich sagen, sagt schön weiter und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge präzise morgen. Und da hinten sehe ich einen Truck, der unser Lack kopiert hat. Nee, das sah ganz grün aus da hinten. Naja, ist egal. Alles klar. Macht er gut. Haut da rein. Tschüss.